Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, wir sind wieder zurück mit Let's Play Shadow Hearts Covenant. Wir müssen jetzt also mit Roger sprechen. Wir müssen so schnell wie möglich zu mir nach Hause. Na, gut zu wissen. Dann werden wir uns jetzt so mal auf den Weg machen. So, raus hier. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich jetzt noch eben hier. Bist du das? Bist du das, den ich ansprechen möchte, kleiner Mann? Fabio. Oh! Was haben Sie denn da für einen Film? Der? Das ist ein selbstgemachter Film. Ich bekam ihn von einem Kerl, der verrückt nach Stroh ist. Ein selbstgemachter Film? Naja, ich denke, das ist okay. Lassen Sie mich mal sehen. Du willst ihn anschauen? Hier. Na gut, er wird mir sicher die Zeit vertreiben. Sie können das haben. Ein Kalksteinblock, sehr schön, genau, den wollte ich nämlich haben. Ich wollte etwas anderes tun als Filme ansehen, aber es ist nicht mein Ding. Okay, und jetzt gucken wir nachher hier. Den können wir auch noch ansprechen. Hey, ist das hier etwa der Schatz? Was? Ihr habt ihn gefunden? Oh Mann, das glaube ich einfach nicht. Wie konntet ihr mich bloß schlagen? Los, wir spielen noch einmal. Schatz, Liebe. Die Regeln bleiben dieselben wie vorher. Ihr findet den Schatz, ihr gewinnt. Wenn nicht, dann gewinne ich. Okay. Obwohl es mir ehrlich gesagt egal ist, wer von uns beiden gewinnt. Naja, egal. Schauen wir uns doch mal diesen Schatz an. Gucken wir doch mal nach. Inventar. Hauptobjekte war das. Schatz, Liebe. Geheimes Rätsel, der zeigt, wo der Schatz liegt. Ach so, ja, Moment. Rückwärts denken. Hinter der Säule mit Blick auf die Stadtmitte. Ne, Stadt. Stadt mit Steinhäusern und einem wunderschönen Sonnenuntergang. Okay, merken wir uns. Ich weiß ja selber nicht, was ich da gebrabbelt habe, aber egal. Egal. Ich mache jetzt eh erstmal was anderes. Ich gehe jetzt nicht zu Roger. Ich gehe jetzt nämlich noch nicht zu Roger nach Hause. Ich gehe jetzt erstmal noch ganz woanders hin. Mann, lass mich durch. So, dankeschön. Ja. So, einmal hier raus. Raus kann. Jetzt gehen wir nämlich wieder in den Weinkeller zurück. Jetzt mache ich nämlich erstmal etwas, was ich schon längst hätte machen können. Es nur noch nicht getan habe. Wir sehen, wir laufen auch jetzt im Weinkeller mit Yuri rum. Finde ich persönlich auch besser. So. Wir müssen jetzt eigentlich gleich uns links halten. Das ist ganz wichtig. Damit wir das auch machen können, was ich vorhabe. Mist. Oder habe ich mich jetzt vertan? Ne, müsste eigentlich hier irgendwo sein. Leute, müsste eigentlich hier irgendwo sein. So, hier rein. So, und dieser junge Mann, der hier steht, den müssen wir jetzt ansprechen. Jimot mit einem neuen Business. Immer hereinspaziert, ich habe gerade eröffnet. Wie sieht es aus? Wollt ihr es einmal versuchen, mein Herr? Versuchen? Was soll das? Hier, ich habe ein neues Business. Habe ich mir selber ausgedacht. Das heißt Glückstruhe. Ihr wählt aus den 8 Truhen hier 2 aus. Wenn in den beiden dasselbe Ding liegt, dann gehört es euch. Ihr habt 2 Chancen und die Person, die alle Truhen öffnen kann, erhält einen Sonderpreis. Die Regeln sind einfach und es kostet fast gar nichts. Nur 100 pro Spiel. Wie sieht's aus? Ja, ich bin dabei. Los geht's, wir spielen Glückstruhe. Ja, super. Ich sag nur so viel, Glückstruhe ist ein Zufallsspiel. Also los, mit welcher fangt ihr an? Ja, wir können jetzt aussuchen, welche Schatztruhe wir auswählen. Wir nehmen erstmal die. Da ist ein Terablatt drin. Ja, gucken wir uns mal die hier an. Hey, den ersten haben wir. Den ersten Gegenstand. So. Ein reines Blatt. Schauen wir mal hier nach. Terablatt. Schade. Leider auch nichts. Naja, gucken wir mal, was hier drin ist. Ein Mana-Blatt, ich wusste es. Mit welchem Glück? Und ein reines Blatt. Okay, jetzt weiß ich schon mal. Wieder Spiel ist vorbei. Ich dachte, ich habe 2. Okay, alles klar. Nochmal. Ich versuch's nochmal. Macht ja nichts. So, Mana-Blatt. Auch Mana-Blatt? Terablatt. Okay. Mein Glück ist mit natürlich nicht gesonnen. Schauen wir mal hier. Terablatt. Hui. Wieder ein Terablatt gefunden. Reines Blatt. Bist du hier ein reines Blatt? Terablatt. Hui. Schön. Wieder falsch. Naja. Ich versuch's aber jetzt so lange, bis ich jetzt finde. Das ist mir jetzt pengig. Da ist nämlich was dabei, was ich unbedingt haben möchte. Terablatt. Hey, wieder ein Terablatt gefunden. Hey, schön. Terablatt.
Auch? Terablatt, ey! Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen. Manablatt. Ich hab's eigentlich, glaube ich, schon gewonnen. Manablatt, ey, ich hab's. Ich hab's, jawohl. Hat ja gar nicht so lange gebraucht. Schön. Ohne Fehler gelöst das Ganze. Wow, ihr habt sie alle geöffnet. Ihr werdet mich anmachen. Ja, Herr Chefkoch gefunden. Eine weitere Aufreißerkarte. Ihr dürft es jederzeit wieder probieren. Habe ich aber keine Lust drauf. So, Leute. Das war das, was ich jetzt erstmal machen wollte. Später wird dieses Rätsel, dieses Spiel nämlich noch komplizierter. Jetzt habe ich nur 300 bezahlt dafür. Bei dem nächsten Spiel werde ich bestimmt um Ecken mehr bezahlen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich wirklich sehr oft Geld farmen musste hier, dass ich das überhaupt machen konnte. Zumindest in dem Ausmaß, wie ich es vorhatte. So, Symbolmagie. Jetzt, nachdem wir uns wieder Gegner hier angreifen, da freue ich mich ja immer drauf. So, 5 Stück. Ich kriege jetzt alle einen Steinzerfall ins Gesicht. Müsste eigentlich sogar reichen. Sag ich doch. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Wieder ein paar Seelen bekommen. Punkte sind hier wirklich nicht von Bedeutung. Aber egal, ich nehme sie mit. So. Dann wollen wir mal. Wieder zurück. Schließlich haben wir ja alles, was wir jetzt hier haben wollen. Ich habe mit Joachim gezaubert. Ich kann mich echt aufhalten. Wir sehen den Apoinaturm und Doremi. Kommen wir nicht zurück. Ich sag so viel. Noch nicht. Wir kommen auf jeden Fall noch zurück. So, Rondamine müssen wir nicht. Wir müssen nach Wales. Ich speichere aber erstmal. Ich speichere erstmal, dass ich hier diese Aufreißer. Oh, habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Joachim ist jetzt wieder im Golden Badge Status. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zu nach Wales, zu Roger in sein Haus. So. Er will uns ja zeigen, wo hinter Sapientes Gladio her ist. Ich bin auch mal gespannt. Nicht. Ich weiß ja, was kommt. Aber egal. So. So, da ist er. Okay, auf geht's. Achtet mal auf die Mauerkrone. Eine Geheimtür wird sich öffnen. Okay. Mauerkrone. Interessiert mich aber nicht. Bei dir möchte ich nichts kaufen. Habe ich schon. Obwohl, hast du was Neues? Hast du was Neues, du Scheißladen? Woher wusste ich, dass er nichts Neues hat? Ich könnte aber diesen einen Gegenstand verkaufen, den ich jetzt doppelt habe. Na? Ja, könnte ich. Mach ich auch. So, jetzt habe ich erstmal sämtliche Sachen, die ich verkaufen kann. Ja, na, das Meer verkaufe ich definitiv nicht. Das brauche ich nur ein paar Mal. Das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Versuchen wir einen Preisaufschlag von 15% darauf zu kriegen. Den haben wir. Herrlich. Ja, es ist auf jeden Fall von Vorteil, den ersten Teil gespielt zu haben. Denn dort ist das Spiel wesentlich, das Ringlein wesentlich schneller. So. Aber ich muss hier irgendwie noch was machen. Genau, hier muss ich lang. Hinter das Bücherregal. Und, oh, was ist denn hier los? Das kannte ich auch noch nicht. Roger, was hast du mit deinem Gebäude hier gemacht? Ist das hier irgendwie, keine Ahnung, Partyhaus? Wo ist er jetzt hin? Wo ist Roger hin? Roger? Roger! Wo ist Roger? Wo ist Roger hin? Der ist sowieso nicht einfach abgehauen, der alte Mann. Ist hier von dir weggerannt? Hallo? Wo ist er hin? Hallo? Will er mich verarschen? Der ist weg. Naja, egal, der ist wahrscheinlich schon hier drauf getreten. Hä? Ich nehme besser den Aufzug. Also ein Aufzug, von dem ich nichts weiß. Immerhin. Bunt? Okay. Dort wird immer komischer für mich. Okay, da geht's links, rechts durch. Hier geht's links durch. Ups. Was zum Teufel? Ist es das, wonach Sie suchen? Ja! Sieht nach einem gewöhnlichen Luftschiff aus, aber dieses Baby hat eine Menge Saft im Hintern. Was willst du damit sagen? Der Motor, diese Maschine hat wunderbare Kräfte wegen der Kernfusion, des Kernfusionsmotors. Mit schwerem Wasser, den ich gebaut habe, und ich habe kein mein Deutsch verlernt. Meine Güte,
Was zum Teufel ist das? Man braucht nur einen Eimer voll Wasser und es fliegt 3000 Kilometer weit. Es kann sogar vertikal landen und abheben. Wow. Was meinst du mit... Was ist denn für eine Reaktion? Es ist wunderbar. Oh ja, Shazam. Zum Teufel mit euch. Ihr habt doch keine Ahnung von den Tiefen der Wissenschaft. Brauchen wir auch nicht haben. Okay. By the way, Sir Roger, you do know where Nikolai is going, don't you? Of course I do. Where? To where the leader of Sapientes, Gladio, is. He's headed for Petrograd, Russia. Russia? Correct. Okay, it's almost time for liftoff. Hold on tight, everyone. Bacon, jet, liftoff! Bacon jet? Is this thing safe? Yeah, don't talk to me right now! Okay, that's better. That was one of my smoothest takeoffs. So who is this leader anyway? What's he really after? His name is Grigory Rasputin, and his goal is to take over the Russian Empire. So, Petrograd ist also der nächste Ort, wo wir hin sollen. Alles klar, Leute. Ich werde aber erstmal speichern. Oh Mann. Und dann nach Russland. Ja, werden wir mal nach Petrograd gehen. Wer ist dieser Kerl? Was hat er vor? Und warum hat er so eine komische Hautfarbe? Das finden wir beim nächsten Mal von Let's Play Shadow Hearts Covenant heraus. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.